Willkommen bei Hatsche unterwegs. Ich bin Olli. Ich bin Julia und wir nehmen euch heute mit nach Florenz. Die Stadt Florenz ist eine italienische Großstadt in der Toskana. Bedeutende Kunstwerke wie Leonardo da Vinci, Michelangelo sind hier ausgestellt. Wir sind mit dem Flixbus angereist, weil wir vorher bereits in Rom gewesen sind. Der Flixbus Rom-Florenz kostet ca. 14 Euro die Person, also ist wirklich ein Schnapper für 3-3,5 Stunden Fahrzeit ca. Geschlafen haben wir 3 Nächte im Euer Hotel für 26,60 pro Nacht für 2 Personen, das heißt pro Zimmer bezahlt. Wir hatten ein eigenes Schlafzimmer und ein eigenes Badezimmer. Ansonsten Küche natürlich stand uns leider nicht zur Verfügung, musste man sich anderweitig verhelfen. Und wir waren etwas außerhalb, aber es war trotzdem nur ca. 35 Minuten mit den öffentlichen Innenstadt. Genau, in Florenz gibt es keine Metro, sondern nur Straßenbahn und Bus. Die Einzelfahrt kostet 1,50 Euro die Person. 10 Fahrten kosten 14 Euro. Achtung, bei jeder Fahrt, ob in der Straßenbahn, im Bus, ihr habt ein Ticket, stempelt das im Bus ab. Da ist immer irgendwo ein Automat, wo ihr den abstempeln könnt, euer Ticket. Wenn ihr das nicht macht und euch jemand kontrolliert, bezahlt man 50 Euro die Person. Wenn man das jetzt nicht zahlen kann, die Rechnung nach Hause haben möchte, bezahlt man 250 Euro die Person. Wir sind nämlich schwarz gefahren. Am Fulgen-Ticket? Aus Versehen. Weil wir nicht dran gedacht haben, abzustempeln. Und es war die letzte Fahrt, also es ging jetzt wirklich nicht darum, Fahrten zu sparen. Wir waren auf dem Weg wieder zum Flixbus. Mal eben ein Fuffi pro Person weniger. Ja. Deshalb stempelt bitte immer ab, dann kann euch das nicht passieren. Und ihr braucht gar nicht erst zu versuchen, die Florenzer Kontrolleure mit "Wir sind Touris, wir kennen das nicht" zu belohnen. Das funktioniert nicht. Nein. Wer bist du denn? Wer sind ihr denn? Im Jahr 1345 wurde die Brücke Ponte Vecchio eröffnet. Sie ist jetzt 677 Jahre alt und ist einer der ältesten Segmentbogenbrücken der Welt. Seit dem Mittelalter sind auf der Brücke Geschäfte untergebracht. Wer auf der Ponte Vecchio einkaufen gehen will, muss wirklich Geld dabei haben. Von Gucci über Hugo Boss bis Rolex, also ein H&M werdet ihr da nicht finden. Ihr müsst wirklich Geld in der Tasche haben. Das gilt zwar im Großteil überhaupt für Florenz, aber auf der Ponte Vecchio ist es noch mit am allerteuersten. Ist aber sehr schön anzusehen, die Brücke, auch von außen. Also schön, was sie damals schon erschaffen haben, was wir Menschen eigentlich schon alles können. Wahnsinn. Mitten in der Innenstadt kann man eigentlich gar nicht verfehlen, kommt die große Kathedrale von Florenz, die Santa Maria del Fiore. Dieses Riesenviech, kann man sagen, was wirklich raussticht mit dieser Riesenkuppel, das Wahrzeichen der Stadt überhaupt. Kleiner Tipp aber, wenn ihr rein oder rauf wollt, bucht die Tickets vorher online. Wir standen da, wie bestellt und nicht abgeholt, und wir kamen nicht rein. Es war für die nächsten 3-4 Tage alles ausverkauft. Und bis man wieder Tickets hätte bekommen können, waren wir nicht mehr in Florenz. Das heißt, das konnten wir leider nicht mitnehmen. Dann waren wir am Palazzo Vecchio. Ist früher das Stadtparlament gewesen und ist heute schön anzusehen. Wer die Stadt Florenz von oben sehen will, umsonst natürlich, der geht zur Piazzale Michelangelo. Du siehst die komplette Stadt von oben und der Dom, der sprießt völlig heraus. Also den kannst du nicht übersehen. Wahnsinniger, schöner Anblick. Also nur empfehlenswert, der Aussichtspunkt. Auf dem Weg dorthin, auf dem Berg, gibt es ein kleines süßes Café. Da kannst du einen richtig schönen Aperol-Spritz trinken. Für schlappe 4 Euro. Ist gar nicht so günstig. Aber wer noch nie einen Aperol-Spritz getrunken hat, ist in Italien, vor allem auch in Florenz, sehr bekannt. Der sollte das auf jeden Fall tun. Wenn ihr schon mal am Aussichtspunkt seid, dann geht eine Runde spazieren. Es ist wunderschön da, auch wenn man so ein bisschen außerhalb der Touris ist. Du hast richtig das Idyllische von Italien, von der Toskana, und du kannst immer noch richtig schön auf die Stadt runtergucken. Nimmt ein paar Chips mit, nimmt eine Cola mit und genießt euren Tag. Wenn ihr schon mal in Florenz seid, dann plant auf jeden Fall einen Tag für Pisa ein. Das ist nämlich gar nicht so weit weg. Eine Stunde Zugfahrt circa. Für 17,20 Euro pro Person kommt ihr hin und wieder zurück mit dem Zug von Florenz aus. Das Ticket, sobald ihr das zieht, ist circa 4 Stunden gültig. Das heißt, ihr seid auch relativ flexibel mit dem Rückzug. Ihr müsst jetzt nicht den einen Zug unbedingt zurücknehmen. Könnt eigentlich fast fahren, wann ihr wollt. Und von Pisa aus direkt am Bahnhof fährt dann für 1,50 Euro nochmal ein Bus euch direkt am Turm. Und dann könnt ihr nochmal geile Fotos machen. Wenn man schon in der Nähe ist, finde ich, sollte man das nochmal mitnehmen. Das teuerste an dem ganzen Trip ist eigentlich der Turm selbst. Also wenn ihr da rauf wollt,
ist auf jeden Fall witzig, wie schief ihr da hochlauft. Ihr habt gar kein Gefühl mehr für euer Gleichgewicht. Kostet aber auch 18 Euro die Person, um da auf den Turm nochmal raufzukommen. Ich falle sowieso schon um, sobald ich mir eine Socke oder eine Hose anziehe. Also für mich war das definitiv schaukelig. Und witzig ist auch, macht verschiedene Fotos mit dem Pisa-Turm. Wenn ihr da seid, ihr werdet sehen, die ganzen Touris, die versuchen den Turm zu drücken, biegen sich zu alle heben. In alle Richtungen. Man kann richtig schöne, witzige Fotos damit machen. Probiert euch doch einfach mal selber aus. Die Tickets werden aber zu bestimmten Uhrzeiten vergeben. Also es kann sein, wenn ihr jetzt gerade da seid, 14 Uhr Beispiel, dass jetzt erstmal alles voll ist und erst um 15 Uhr wieder Platz ist, um nach oben zu kommen. Also plant auch ein bisschen Wartezeit ein. Dafür, dass Florenz eigentlich eine so teure Stadt ist, sind wir relativ günstig bei weggekommen. Für 144,50 die Person gerechnet für die 3 Tage. Schwarz war natürlich nie mit eingerechnet, ne? Das sollte ja eigentlich nicht passieren. Und ansonsten ja ohne Verpflegung, klar, Restaurants sind da natürlich sehr teuer, aber man kann sich auch theoretisch davon so leisten. Das Fazit von Florenz: Es ist eine sehr exklusive Stadt, eine teure Stadt, eine sehr moderne Stadt, finden wir. Sehr sauber, sehr freundlich. Also ich hatte da jetzt nicht so viel Angst um mein Portemonnaie wie in anderen Städten tatsächlich. Die haben da alle genug Geld, die brauchen da jetzt nicht. Deshalb, ja. Da braucht ihr euch nicht allzu große Sorgen machen. Aber ein bisschen Taschengeld sollte man dabei haben. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wir wünschen euch viel Spaß in Florenz. Bis zum nächsten Mal. Euer Hatschu-Team. Tschüss. Tschüss.